Und Papa, das ist ein richtig komischer Typ, weißt? Der kommt auf einmal aus dem Fenster raus, ne? Hab mich den zurückgeschlagen. Kommt der wieder, Mann? Kommt der weg? Bam, in die Fresse, Junge. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Inni hier und herzlich willkommen zum vierten Need for Speed Rivals Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, es kam jetzt leider wieder 3 Tage kein Video auf dem Kanal online. Das lag daran, ey, sorry, ich habe hier wirklich meinen Urlaub genossen. Ich war jeden Abend Shisha rauchen, feiern, also richtig Halligalli-Lifestyle, Alter. Richtig am Eskalieren gewesen und da habe ich leider den Zweitkanal ein bisschen vernachlässigt. Das tut mir auch richtig leid, Freunde. Aber heute geht's weiter. Wir haben jetzt noch 3 Tage Zeit, die Vollversion von Need for Speed zu zocken. Danach ist es leider abgelaufen. Und ja, wir sehen hier leider, die ganzen Dinger wurden nicht übernommen. Also hier Verfolgung, Rennen. Die ganzen Sachen hat er nicht gespeichert, der Pisser. Man muss alles in einem Lauf schaffen. Und ich habe mir gedacht, komm, wir machen das einfach nochmal, weil wir haben jetzt eh nur noch ungefähr 2 Let's Plays maximal vor uns. Vielleicht wird das sogar schon das letzte sein von dem Spiel. Und ja, da habe ich gesagt, komm, mach mal ein bisschen hier noch ein bisschen hier Halligalli, Alter. Rasieren wir, oder was? Ja, Freunde. Ich möchte nochmal zeigen, gibt es so eine Verfolgungstechnologie? Man kann hier irgendwie so Sachen kaufen. Wir haben jetzt hier ungefähr 5000 Münzen. Münzen, ich sag schon, diese Coins. Damit können wir uns das jetzt kaufen. Super. Belegen, zack. Ich weiß auch nicht genau, was das bewirkt. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit unserer ersten Speedlist. Wir machen jetzt wieder Rennen. Dann machen wir ein Kopf-an-Kopf-Event. Dann machen wir Bronze bei Zeitfahren. Dieses Triff ein mit Racer mit Verfolgungstechnologie. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft, weil, keine Ahnung, wie soll ich diesen Typen da finden, Alter? Fuck mich richtig ab. Freunde, aber ich habe eine kleine Entschädigung für euch, ne? Es wird jetzt übermorgen eine richtig geile Outlast-Folge mit Freunden kommen. Das ist sogar vielleicht die allerbeste Outlast-Folge, die jemals bisher auf dem Kanal online gekommen ist. Die ist einfach so pervers geil geworden, Alter. Das glaubt ihr gar nicht, Alter. Das wird richtig geil werden, Freunde. Also freut euch schon mal auf die nächste Outlast-Whistleblower-Folge. So viel Schockmomente, einfach nur genial. Freut euch drauf. Alles klar, Freunde. Wie ich sagen, starten wir jetzt auch direkt. Los geht's! Wer ist denn dieser Pisser da auf dem Fernseher, Mann? Hallo, kann mich jemand hören oder was? Ihr habt Kinect an, ihr Schweine. Redet mit mir. Hallo. Hallo. Komm, lass so einen Typ für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Den hole ich mir, Alter. Komm jetzt Kopf an Kopf. Hier, du Pisser, Alter. Ja, Mann. Kopf-an-Kopf-Rennen gestartet. Los geht's, Baby. 4,2 Kilometer. Leck mein Auspuff, du Schwanzlutscher. Komm, jetzt geht's los hier. Unsere geile Karre. Ey, Freunde, das Spiel macht eigentlich richtig Bock ohne Witz, Mann. Komm. Ey, ist der vor mir oder was? Das kann doch nicht sein. Oder was? Nee, wir sind Erster. Das ist irgendein anderer Typ. Den rammen wir mal von der Seite hier. Komm, Freunde. Ja, es kam jetzt vor 2 Tagen das neue Spiel. Oh, der Evil hat das Event verlassen. Was eine Pussy, Alter, Mann. Lappen. Komm, wir müssen uns einen neuen Gegner finden. Wir schnappen uns direkt den Typen da vorne. Komm. Ja, es kam jetzt vor 2 Tagen das Spiel The Evil Within raus. Das habe ich ja auch versprochen zu Let's Playen. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall die Tage holen. Keine Sorge. Und dann noch haben sich richtig viele von euch gewünscht. The Last of Us Remastered auf der PS4. Komm, komm, den holen wir jetzt, Mann. Hallo, ich will Kopf an Kopf rennen, ey, du Pisser. Komm, komm, jetzt hier. 1 gegen 1. Komm her. Komm her, du Lappen, Alter. Komm, müssen wir jetzt abziehen, Alter. Oh, der ist direkt hinter uns. Der scheint gut zu sein. Der scheint gut. Oh, fuck, der nimmt die Abkürzung. Komm, komm, 3,3 Kilometer. Gas geben, ey. Was macht richtig Bock, Autorennspiele zu kommentieren, Mann. Ey, der hat auch das Event verlassen, oder? Nee, doch nicht. Komm, wir sind immer noch Erster. Perfekt. Komm, komm, komm. Erster Position, Erster. Zack. Oh, da ist ein Bulle. Ein Bulle. Was geht denn hier ab, Alter? Verfolgung gestartet. Verpisst euch. Komm, jetzt noch 2,1 Kilometer. Ja, es gibt ja auch für... Ey, Freunde, jetzt kommt meine große Frage an euch. Die allerwichtigste Frage. Es gibt ja dieses Spiel P.T. Ne? PT hat auch Gronkh und so weiter Let's Played. Aber ich habe das einfach in dem scheiß PlayStation Store nicht gefunden. Muss ich mir irgendwie einen amerikanischen PlayStation Store machen? Oder wie kann ich das finden, diese Demo davon, beziehungsweise die Beta? Ich habe es nicht mehr gefunden oder haben die das rausgenommen? Bitte schreibt das mal in die Kommentare, würde mich richtig interessieren, weil ich hätte richtig Bock, das zusammen mit euch zu Let's Playen. Das ist das krasseste Spiel, was ich jemals gesehen habe, Alter. Ich komme nicht mehr drauf klar, ne? So, das ist die Ziellinie. Zack. Bam. Beendet, Alter. Perfekt. Freunde, dann sehen wir uns doch gleich direkt bei Bronze bei Zeitfahren wieder. Haut da rein. So, Freunde, jetzt sind wir auch schon direkt beim nächsten Event. Zeitfahren, Bronze erreichen. Die Zeit ist 3 Minuten 20. Schaffen wir schon locker, oder? Locker, easy schaffen wir das. Ja, 5,7 Kilometer. Ja, Freunde, was gibt es sonst noch so Schönes zu erzählen? Also, ja. Also, ja, ihr habt ja schon unter dem PS4-Unboxing geschrieben, was ich so für Spiele Let's Playen soll. Da war alles Mögliche dabei, deshalb muss ich mir nochmal eine kleine Auswertung davon machen und dann am Ende euch nochmal genau fragen, was ihr sehen wollt. Also, auf jeden Fall ganz oft vorkam The Last of Us Remastered, dann kam noch richtig oft The Evil Within. Und dann, ja, Freunde, darauf hätte ich richtig Bock, habe ich euch vergessen zu sagen, ist ja so ein neues Spiel rausgekommen, das heißt Alien Invasion oder Alien Isolation. Das ist auch irgendwas so Horrorspielmäßiges mit Aliens. So, das sah auf jeden Fall richtig krass aus, der Trailer im Fernseher. Darauf hätte ich auch richtig Bock. Aber
Das Problem ist, wir müssen gucken, wie wir das alles von der Zeit her kriegen, ne? Weil ich schaffe es leider nicht, jeden Tag auf dem Kanal ein Let's Play rauszubringen, weil ich habe ja noch, also wir haben noch unseren Hauptkanal viel FIFA. Da muss auch jeden Tag erstmal ein Video kommen. Also immer abwechselnd, einmal Stefan, einmal ich. Und dann noch viel Gaming TV wollte ich ja, wie gesagt, so machen, dass jeden zweiten Tag ein Video kommt. Stefan schafft das, glaube ich, alles zeitlich nicht. Oder ich weiß nicht, ob er darauf so große Lust hat. Aber ich glaube, er ist mehr so der FIFA-Let's Player. Aber keine Ahnung, ich werde ihn nochmal fragen, auf jeden Fall. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, ja, wir werden das alles schon hinkriegen, Freunde. Keine Sorge, jetzt kommt ja auch noch in 2-3 Wochen das neue Call of Duty raus. Es wird natürlich direkt Let's Played online, Advanced Warfare. Und ja, ich will auf jeden Fall, mein Ziel ist es auch, den Zweitkanal genauso hochzuziehen wie viel FIFA. Weil in dem Zweitkanal steckt eigentlich noch mehr Potenzial drin. Weil auf dem Hauptkanal, da haben wir ja nur sozusagen nur die FIFA-Zuschauer. Und auf dem Zweitkanal können wir die ganze Menge ansprechen. Von Call of Duty, Battlefield bis Need for Speed. Einfach alle Leute. So wie es Gronkh macht, der spricht ja auch alle Leute an. Man sieht ja auch an seinen Klicks, die meisten schauen zum Beispiel Minecraft oder haben Minecraft geschaut. Dann schauen auch richtig viele noch Horrorspiele und sowas. Also da kann man ganz viele Leute ansprechen damit. Und bei FIFA ist das Ganze nicht so. Da kannst du ja nur sozusagen nur eine Zielgruppe ansprechen. So, wir haben es geschafft. Oh, sogar Gold haben wir geschafft. Perfekt. Ja, triff einen Racer mit Technology. Das schaffen wir auf keinen Fall, Freunde. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zur Garage wieder. Und dann machen wir jetzt die nächste Challenge. Weil mit dem Racer Technology haben wir noch keinen gefunden. Alles klar, Freunde. Bis gleich. So, Freunde. Wir haben jetzt direkt die nächste Challenge gestartet. Hier gibt es wieder 3 Aufgaben. Einmal Bronze bei Hot Pursuit. Da müssen wir 2 Cops von der Seite rammen und einen Treffer mit Verfolgungstechnologie erzielen. Das war das letzte Mal das Problem, weil der speichert nicht, wenn man nur 2 Sachen macht. Wir hatten in jeder Kategorie 2 Punkte und nicht alle 3 gehabt. Und die Scheiße war, der hat immer nur 2 gespeichert. Und ja, somit war am Ende gar keiner gespeichert. Also das hat richtig abgefuckt. Das hat sowas von genervt, ohne Witz, Freunde. Weil wir müssen jetzt wieder hier alles, alles von neu starten. Normalerweise hätten wir jetzt zack nur noch mit dieser Verfolgungstechnologie machen müssen, aber nein. Guck mal, wir haben schon direkt die Aufgabe kopfseitlich rammen, 2 Mal, ey. Das ist so einfach. Und wie soll man einen Treffer mit Verfolgungstechnologie erzielen, Alter? Ich check das überhaupt nicht. Oh, ich bin wieder blind wie der blinde Kuh, Alter. Oh, es ist hier, glaube ich, so ein Rennen, Alter. Wir verkacken hier richtig. Fuck, wir müssen Bronze erreichen, Alter. Wir müssen Gas geben, Alter. Komm, komm, komm. Wir geben jetzt mal hier Gas, wir überholen die alle. Zack. Wir sind jetzt schon 2. Der erste ist vor uns. Mach mal Platz hier, du Pisser. Komm mal runter, ich krieg mir von der Seite, oder? Mein Gott. 6,4 Kilometer, wir sind 2, den kriegen wir auf jeden Fall noch, Freunde. Komm, wir geben jetzt Gas hier. Zack, zack. Was macht eigentlich richtig Bock, das Spiel? Ohne Witz, Freunde. Also ich hab's nicht so gut in Dings gehabt, also in Vorstellung, dass das so gut sein könnte, das Spiel. Also Grafik finde ich gut. Und ja, das Gameplay an sich ist auch geil. Man muss sich nur anfangs dran gewöhnen, aber jetzt kann ich mittlerweile schon ein bisschen driften und so. Also auf jeden Fall, das Spiel ist top. Ja, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Wir waren bei den Sachen stehen geblieben, mit der Reichweite des Kanals und sowas. Also, falls ihr mal mit YouTube anfangen wollt, würde ich euch direkt von Anfang an als Ziel setzen, nicht nur ein bestimmtes Spiel zu Let's Playen. Aber es gibt natürlich auch YouTuber, die starten nur mit einem Spiel durch. Zum Beispiel, was weiß ich, Case Ice, der nur mit FIFA durchgestartet erstmal. Und dann kam erst sein Zweitkanal und dann haben ihn alle abonniert, weil, ja, wer will ihn dann nicht sehen, wisst ihr? Und ja, wir machen es ungefähr genauso. Wir haben direkt mit FIFA gestartet, haben uns erstmal eine große Fanbase aufgebaut. Erstmal glaube ich, 40.000 Abonnenten hatten wir auf viel FIFA. Dann haben wir den Zweitkanal ungefähr gestartet und dann ging es da erstmal los. Erstmal waren es nur 200 Abonnenten und dann wurde es immer mehr und mehr. Und jetzt haben wir auf dem Zweitkanal auch schon fast 40.000 Abonnenten. Das ist auch schon mal eine richtig krasse Zahl, Freunde. Also auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und die Klicks sind auch richtig gut. Also fast jedes Video immer über 10.000 Klicks, über 1.000 Likes. Das ist ein super Feedback für die Abonnentenzahl. Also freue mich auf jeden Fall richtig. Und ich bin natürlich auch richtig motiviert, beide Kanäle zu machen. Ja, Freunde, jetzt komme ich auch nochmal zu einem anderen Punkt. Ja, mit der Ausbildung und der Zeit. Also, ich mache eigentlich zur Zeit eigentlich nur die Ausbildung, weil mich meine Eltern sozusagen dazu zwingen. Also, ja, die sagen immer, komm, was ist, wenn YouTube nichts wird, dann hast du nichts, hast kein Geld, kein Einkommen. Und das kann ich natürlich auch, komplett verstehen, was die meinen. Nur, die Sache ist, ich sehe mit YouTube ein Riesenpotenzial. Also, wenn wir jetzt weiterhin regelmäßig und gute Videos bringen, 2 Jahre lang noch oder 1 Jahr noch, dann wird das richtig boomen. Also ich sehe da schon richtig, richtig großen Erfolg eigentlich, wenn man es so nennen dürfte. Weil es läuft zurzeit einfach nur richtig gut. Wir machen auf unserem Hauptkanal viel FIFA pro Tag ungefähr 500 bis 600 Abonnenten. Dann im Monat auf viel FIFA, überlegt euch das mal, fast 3 Millionen Klicks im Monat. Das ist richtig krass, oder? 3 Millionen Klicks im Monat, also das ist richtig heftig. Und auf dem Zweitkanal
sind es, glaube ich, so circa 300.000. Da fehlt noch eine Null, aber ist auch schon richtig gut, ey. Ja, Freunde, würde ich sagen, setzen wir uns auch gleich direkt an die dritte Herausforderung, weil einen Treffer mit der Folgungstechnologie, das können wir auf keinen Fall erzielen, weil ich weiß nicht, wie wir so einen Gegner finden können. Alles klar, Freunde, dann sehen wir uns auch gleich direkt bei der dritten Challenge wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir auch schon direkt bei der dritten Challenge. Hier gibt es wieder drei Aufgaben. Die erste lautet, 5 Sekunden in der Luft springen. Die zweite, 91 Meter hintereinander zu driften. Und die dritte, 914 Kilometer im Gegenverkehr zu fahren. Also bisher sind wir 60 Meter irgendwie gefahren. Keine Ahnung warum. Vielleicht müssen wir umdrehen und jetzt Gas geben. Achso, hier ist Gegenverkehr. Ja, guckt, seht ihr das? Das ist doch voll die einfache Aufgabe. Das ist doch ein Witz, diese Aufgabe. Ohne Witz, Freunde. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Sache stehen geblieben mit YouTube. Also, das wäre auch nochmal eine wichtige Frage von mir an euch. Was sagt ihr? Die meisten von euch sind zwar jetzt noch nicht alt genug, aber... Also, ich meine jetzt, um die Entscheidung jetzt hier zu fällen, aber... Ja, was sagt ihr? Soll ich die Ausbildung jetzt erstmal durchziehen oder nicht? Weil das ist so eine schwierige Sache bei mir. Weil ich hätte einfach nur richtig Bock. Mein Traum ist es einfach, von YouTube zu leben. Und es macht mir einfach so viel Spaß. Es gibt keine Sache, keinen Beruf, die mir jemals mehr Spaß machen könnte, außer vielleicht Fußballprofi zu werden oder sonst was. Aber... Ja... Ich bin kurz davor, eigentlich die Ausbildung abzubrechen und einfach nur mit YouTube durchzuziehen, jeden Tag ein gutes Video rauszuhauen. Dann wird auch auf viel Gaming TV jeden Tag ein Video kommen. Und dann hätte ich nichts Festes in der Hand, weil man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht ist es so, in 2 Jahren, aus irgendeinem Grund ist YouTube pleite. Sagen wir einfach so. Und dann habe ich nichts, stehe ich auf der Straße da und habe einfach gar nichts. Dann kann ich zwar immer noch eine Ausbildung machen, aber was sagen die Leute in der Ausbildung, wenn ich auf einmal ankomme? Ja, ich habe 5 Jahre YouTube gemacht, jetzt will ich eine Ausbildung machen. Ja, ich weiß nicht, wie das ankommt. Also... Es wird wahrscheinlich ein paar Berufe geben, dann werden die sagen, wow, Respekt, dass sie sich sowas Großes erbaut haben. Und dann werden auch ein paar Leute sagen, nee, nur weil sie jetzt mit YouTube nichts geschafft haben, wollen sie auf einmal jetzt eine Ausbildung machen und sowas. Also, das ist echt eine schwierige Sache. Also, da muss man sich mal genau überlegen, aber ich bin eigentlich mehr dafür, die Ausbildung abzubrechen, dann nochmal 2 Jahre gucken, Gas geben auf YouTube und gucken, wie es in 2 Jahren aussieht. Und wenn in 2 Jahren dann wir zum Beispiel dann, was weiß ich, 300, 400.000 Abonnenten haben und die Klicks immer sich steigern und steigern, und ja, dann kann man sich überlegen, ob man es jetzt wirklich weiterhin hauptberuflich macht oder doch eine Ausbildung oder ein Studium anfängt. Ja, also, das ist echt eine schwierige Sache, Freunde. Komm, jetzt haben wir nochmal eine Verfolgung hier. Wir fahren jetzt nochmal einfach ein bisschen hier rum. Wir sprungen, glaube ich, 5 Sekunden. Keine Ahnung, wieso wir dann 5 Sekunden springen? Soll ich einfach Bunnyhop machen oder was? Ja, wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Guck mal, jetzt 5 Sekunden Sprungdauer. Woo! Oh, 0, ach so, insgesamt. Alles klar, okay, alles klar. Also insgesamt 5 Sekunden springen. Ich dachte schon einmal... Einmal 5 Sekunden insgesamt springen, das wäre richtig krass, ey. Ja, Freunde, würde ich sagen, war es das gleich auch von dem 4. Need for Speed Rivals Let's Play. Also heute war mal mehr so ein anderes Let's Play. Ich habe euch ein bisschen Informationen erzählt, so privates mit YouTube und sowas. Also, wie gesagt, mich würde es interessieren. Also jetzt nochmal die wichtigsten Fragen. Wo finde ich jetzt diese PT-Demo, beziehungsweise auf der PlayStation 4? In welchem Store muss ich mir einen amerikanischen Store machen? Oder wurde die rausgenommen, diese Beta, was Gronkh und alle Let's Played haben mit der krassen Grafik? Hätte ich richtig Bock, das zusammen mit euch zu Let's Playen. Dann noch ja, mit der Ausbildung. Soll ich das Ganze durchziehen oder nicht? Also ich muss sagen, es macht teils Spaß und teils ist es richtig anstrengend. Also in der Berufsschule Programmieren, Physik und so eine Scheiße, liegt mir überhaupt nicht, Alter. Da kommt mir direkt die Kotze, ne? Da sitze ich im Unterricht und denk mir einfach, warum mache ich nicht gerade einfach ein Video auf YouTube, anstatt diese Scheiße jetzt zu lernen, ne? Dann denke ich mir einfach, komm, ey, ich hau einfach ab, keinen Bock mehr hier. Weil das ist so, wie soll ich sagen, das ist so demotivierend, wenn man weiß, in der Ausbildung verdient man einfach pro Monat weniger als mit YouTube. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr macht einfach für YouTube, zack, haut ihr ein paar Videos raus, verdient mehr Kohle als in der Ausbildung. Und dann sollt ihr euch in der Ausbildung so abrackern, euch für eure Chefs da zu Tode arbeiten und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also, ja, Freunde, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wir fahren jetzt noch 0,3 Kilometer zu unserem Ziel hier. Keine Ahnung, was dafür. Ah, ich habe ein Kopf-an-Kopf-Rennen gemacht. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle auch vom 4. Need for Speed Rivals Let's Play. Also war auf jeden Fall mal ein geiles Let's Play. Ich habe euch viele Informationen gegeben, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht heute. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken einfach noch, ob wir beim nächsten Mal noch ein Let's Play schaffen, weil die unsere Gültigkeitsdauer, unsere Lizenz geht genau einen Monat. Am 18.10. läuft die ab, also in 3 Tagen, glaube ich. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir noch eine Folge machen. Wenn nicht, dann werden wir natürlich wieder schön Outlast rausbringen. Battlefield, Call of Duty, Road to Commander, freut ihr euch sicherlich schon drauf. Und ja, Freunde, das war's dann jetzt auch. Wie gesagt, übermorgen kommt einer der besten, wenn nicht sogar das beste Outlast Let's Play überhaupt mit Freunden, auch generell. Richtig geil, so viele Schockmomente, einfach nur, hat richtig Bock gemacht, ist lustig geworden. Alles klar, meine lieben Freunde, euer Öni ist raus, ich will mich auf jeden Fall wieder über 1000 Likes freuen. Macht's gut, haut rein und ciao!